Avenir Suisse hat zur Medienkonferenz ins Zürcher Architekturforum eingeladen, um die neue Publikation «Mieten und Mythen» vorzustellen. Nach der Begrüßung durch Direktor Jürg Müller hat Forschungsleiter Marco Salvi seine Studienergebnisse präsentiert. Diese wurden anschließend an einer Podiumsdiskussion mit Fachleuten einem Realitätscheck unterzogen. Zum Schluss haben wir den Podiumsgästen zentrale Fragen gestellt. Die Schweiz ist ein hochinteressanter Wirtschaftsstandort. Wir sind dank dem Bilateral in einer sehr dynamischen Wirtschaftssituation. Wir haben Hochkonjunktur. Das gibt auch Zuwanderung, es gibt Wohlstand, es gibt in dem Sinne eine starke Nachfrage nach mehr Wohnungen. Da wird in einer solchen Wirtschaftssituation wird immer ein gewisser Überhang da sein. Ja, die Attraktivität der Innenstädte, die hat zugenommen. Die modernen Wohnformen verlangen nach dem Leben in der Innenstadt. Das sind sehr lebendige Orte. Entsprechend drängt es die Leute dorthin. Auf der Agglomerationsebene gesehen ist es dann etwas entspannter. Dort hat es Angebote, die viel breiter sind und die das ausgleichen. Also als Vertreter der Gemeinnützigen sage ich natürlich, es braucht mehr Gemeinnützige. Das ist eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, wirklich preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es gibt erfolgreiche Modelle in der Zusammenarbeit, wo gewinnorientierte und Genossenschaften zusammenarbeiten. Das sollten wir mehr tun, dass ein ansehnlicher Teil der Wohnungen nach wie vor preisgünstig bleibt. Wir haben auch gesehen, dass das Mietrecht ganz wichtig ist, dass wir dieses schützen müssen, weil das sicherstellt, dass ein großer Teil unserer Bevölkerung ohne große Wohnsorgen leben kann. Ich glaube, man sollte vermeiden Schnellschüsse, gerade da. Wir sollten schauen, dass wir bauen können. Das ist langfristig sicher der beste Weg. Aber ich wäre dagegen irgendwelche kurzfristige Maßnahmen, weil zu oft bewirken sie genau das Gegenteil. Oder sie sind ungerecht. Also es ist wahnsinnig schwierig, gute Sozialpolitik zu machen mit Wohnungen. Machen wir lieber mit Steuern und mit anderen Instrumenten.